Hi und herzlich willkommen auf dem Kanal von PR Snacks. Ich heiße Philipp und heute zeige ich dir 7 nützliche Tools, die du in der Reptilienhaltung täglich gebrauchen kannst. So, los geht's mit der Nummer 1 und zwar einem digitalen Temperaturmesser bzw. ein digitales Thermometer. Das Ganze sieht so aus, ist sehr handlich, wie man sieht, ist batteriebetrieben, das heißt die Batterien kommen hier rein und man sieht vorne den Infrarotstrahl. Wenn ich es jetzt hinter mir halten würde, man sieht es an der Terrarienscheibe, die ist verschlossen und wird dann direkt die Temperatur angezeigt, man sieht es ganz gut. 22,4 Grad, natürlich nur die Außentemperatur von der Scheibe und ich finde es ein recht sinnvolles Tool, weil man es einfach überall gebrauchen kann. Man hat nicht in jedem Terrarium lästiges Kabel von digitalen Thermometern und man kann das eben relativ schnell einsetzen. Finde ich eine sehr gute Sache, nutze ich täglich, um die Temperaturen zu kontrollieren und erhältlich eigentlich im Internet, Amazon oder sonstigen Online-Shops und an sich eine sehr gute Sache. Ein weiteres nützliches und eigentlich nicht wegzudenkendes Tool ist letztendlich das Sterilium, Händedesinfektionsmittel. Wenn ich den Raum betrete, ist mein erster Gang erstmal zum Händedesinfektionsmittelspender. Den habe ich mir an die Wand montiert. Gibt es Amazon zu kaufen. Ich denke, es ist eine wirklich sehr wichtige Sache. Hygiene spielt doch in der Reptilienhaltung eine sehr große Rolle und wird meiner Meinung nach einfach zu oft vernachlässigt. Das heißt, wenn ich meinen Raum betrete, ist der erste Gang zum Desinfektionsspender, dann desinfiziere ich mir 20 bis 30 Sekunden die Hände. Natürlich auch nach jedem Tierkontakt. Und wenn ich den Raum wieder verlasse, werden sich auch die Hände desinfiziert. Von daher mein nützliches Reptilientool Nummer 2, Sterilium. Ja, zu Punkt 2 zähle ich noch ein alkoholfreies Flächendesinfektionsmittel. Und zwar wird es einfach in die Behausung eingesprüht, es wird eingewirkt und dann kann man das mittels Zebra wieder abwischen. Und so hat man eben eine sterile Umgebung und kann wieder das Terrarium oder die Kunststoffbox neu besetzen. Aber natürlich erst wichtig, vorher desinfizieren und dann ist alles wieder gründlich gereinigt. Reptilientool Nummer 3, welches ich dir jetzt vorstelle, ist ein Drucksprühgerät. Diese gibt es in unterschiedlichen Größen und Volumina, gibt kleine Handsprühgeräte mit ein paar hundert Millilitern, jedoch für unseren Zweck brauchen wir was deutlich Größeres und wir benutzen die 5 Liter Variante. Und zwar wird einfach Wasser eingefüllt und mittels Pumpen Druck aufgebaut und im Anschluss kann man das Terrarium eben schön überbrausen. Gerade bei der täglichen Pflege enorm wichtig, wenn sich Tiere in der Häutung befinden. Ein weiterer Vorteil von diesem Drucksprüher ist auch, dass man sich den mittels Gurt auf den Rücken spannen kann, wenn man mal mehrere Räume hintereinander zu begehen hat, eigentlich eine coole Sache. Genauso wie, dass eine relativ lange Zuleitung dabei ist. Das heißt, man hat nicht nur 50 cm, sondern man hat mal wirklich 1,50 m Zulauf und kann dann eben so auch bei größeren Terrarien ins Terrarium reingehen und alles schön überbrausen. Also wirklich ein sehr nützliches Tool, das wir auch täglich bei der Pflege und bei der täglichen Arbeit an den Terrarien benutzen. Reptilientool Nummer 4 ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig und gerade bei der Reinigung von Terrarien sehr wichtig. Und zwar ist es eben Schaufel und eine Spachtel, um die groben Verunreinigungen erstmal wegzubekommen. Und natürlich immer Handschuhe anziehen, Einweghandschuhe, ganz klar. Die zähle ich auch zum Punkt Nummer 4, was gerade eben bei der Reinigung sehr wichtig ist. Reptilientool Nummer 5 ist die digitale Waage. Das ist natürlich, um den Gewichtsverlauf seiner eigenen Tiere zu verfolgen, sehr interessant und natürlich auch für Interessenten, die gerne wissen wollen, was ihr zukünftiges Tier wiegt, auch sehr schön zu wissen, damit es auch gut frisst und eine Gewichtszunahme stattfindet. Denke ich, braucht man das gerade häufig in der Zeit, wo man relativ viele Nachzuchten hat. Von daher würde ich das als Tipp Nummer 5 einstufen. Das sechste Reptilientool ist die sogenannte Futterpinzette. Gibt es natürlich in verschiedenen Größen. Die würde ich jetzt mal so um die 30-35 cm schätzen. Ist auch eine abgewinkelte Version, gibt aber auch gerade und natürlich kleinere oder größere. Da muss man dann natürlich schauen, wenn man kleine Körner dann füttert, dann reicht auch was von der Länge was kleineres. Jedoch, wenn man Baumpythons füttert, da weiß man, die haben eine relativ weite Reichweite, um ihr Beutetier zu schlagen. Da würde ich dann schon zu etwas längerem
greifen. Einfach auch aus Sicherheitsgründen, weil sie ja mal daneben langen könnten und die Hand erwischen. Deswegen gerade bei Tieren mit einer großen Reichweite einfach eine längere Futterpinzette benutzen. Wird bei uns wöchentlich benutzt und kann man einfach nicht wegdenken. Das letzte und siebte Reptilientool, welches ich dir heute vorstelle, ist das sogenannte Häutungsschild. Der eine oder andere fragt sich jetzt, warum ist es als Reptilientool anzusehen? Ich finde es persönlich super wichtig, gerade wenn man einen Bestand hat mit 20 Tieren aufwärts, dann kann man doch einfach sich so kleine Schildchen machen, die sind einlaminiert. Ich hänge die mir immer direkt an die Terrarienscheibe mit einem Teser und weiß so, das Tier befindet sich in der Haut. So verpasse ich keine Häutung, kann die Luftfeuchtigkeit manuell wieder mittels meinem Drucksprüher perfekt kontrollieren und erspart mir auch auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Davon haben wir einfach mal 10, 20 Stück gemacht. Mehr Tiere befinden sich bei uns eigentlich nie zeitgleich in der Haut und so kann man eben keine Häutung verpassen und die Tiere freuen sich auch, wenn sie eben ihre gute Häutung überstehen. Und nachdem das Tier wieder aus der Haut ist, wird es natürlich wieder entfernt. Und ich denke, das ist doch ein ganz nützlicher Tipp. Gerade wenn man mehrere Tiere im Bestand hat, nützt es auf jeden Fall einem was. Das war es mit dem heutigen Video und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben oder den Kanal abonnieren. Würde mich freuen, wenn der Kanal ein bisschen weiter wächst. Und ich denke, das war doch ein ganz interessantes Video mal für verschiedene Tools, die man einfach in der täglichen Pflege, in der Terraristik gebrauchen kann. Falls ihr noch weitere Tools kennt, dürft ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. So können wir die Liste ein bisschen erweitern. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal.